Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendwas verkehrt. Wir haben jetzt 70 Jahre lang Mahnmale gebaut. Es ist hohe Zeit, dass wir endlich wieder Denkmäler richten. Vom Staatsdiener zum Staatsfeind? Diese Frage ist mit der Verhaftung der Richterin Birgit Malsack-Winkemann bei der Razzia gegen Reichsbürger hochbrisant und aktuell. Malsack-Winkemann ist eine der ersten Richterinnen und Richter in der AfD. Einen Monat nach der Gründung trat sie in die Partei ein. 2017 zog Malsack-Winkemann für die AfD in den Bundestag ein. Sie galt als gemäßigt in der Öffentlichkeit und in der Partei. Die AfD-Richterin Malsack-Winkemann ist eine schwere Wunde des Rechtsstaates. Sie hat zwei Gesichter, wie wir jetzt wissen, nämlich das eine einer Hinterbänklerin im Bundestag und das zweite ist, dass sie im Verdacht steht, eine terroristische Vereinigung unterstützt zu haben. Steffen Janich ist ein ehemaliger Polizist aus der Sächsischen Schweiz, der im März 2013 in die AfD eintrat. 2021 feierte er auf einer Wahlparty den Sprung in den Bundestag. Am Beginn der Pandemie organisierte Janich in Pirna sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen. Ein Polizist als Versammlungsleiter von nicht angemeldeten illegalen Protesten. Dafür wurde er vom Dienst suspendiert. Da wird gepostet, ein geplanter Staatsstreich von einem AfD-Mitglied, auch wieder in meinem ehemaligen Kreisverband. Ein geplanter Staatsstreich zur Abwehr des laufenden kommunistischen Staatsstreichs. Die Telefonnummer zeigt, hier jubelt nicht irgendwer. Die Spur führt direkt zum Büro eines Bundestagsabgeordneten der AfD. Wir finden heraus, wer hinter der Gruppe steckt. Sie heißt Stammtisch Pirna, ist nicht öffentlich und nicht sehr groß. Eingerichtet wurde sie von Steffen Janich. Er ist auch der Administrator der Gruppe. An die Staatsstreichdiskussionen in seiner Chatgruppe kann er sich angeblich nicht erinnern. Also ich muss Ihnen ganz klipp und klar sagen, ich kenne die ganzen Chatverläufe meiner Gruppen, in denen ich alle präsent bin. Ich habe mehrere Chatgruppen laufen. Ich kann jetzt genau nicht sagen, was da die Inhalte sind. Auch Carsten Hilse war Polizeibeamter, bevor er Abgeordneter wurde. Ich habe vor mehreren Jahren schon gesagt, dass diese Klimapolitik letztendlich der Weg in den Sozialismus ist. Es geht um Planwirtschaft, es geht um Regulierung, es geht um Enteignung, es geht um Verarmung der Leute. Und auf diesem Weg befinden wir uns. Die Grünen sind aus meiner Sicht sind verkappte Kommunisten. Und die haben natürlich das Ziel, das nächste sozialistische Experiment zu vollführen. Und dass ein Sozialismus in einem totalitären Staat funktioniert, das zeigt die Geschichte. Dem AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz waren Hass und Hetze anscheinend wichtiger als das Mäßigungsgebot für Beamte. 8 Jahre lang arbeitete Seitz als Staatsanwalt in Freiburg. Im Mai 2013 trat er in die AfD ein. 2 Jahre später beleidigte er in den sozialen Medien US-Präsident Barack Obama rassistisch. Außerdem beschrieb er auf Facebook den Propheten Mohammed als Blutsäufer und Kinderschänder und veröffentlichte ein Bild von einem Koran in der Toilette. Manches hätte man sicherlich besser kontrollieren können. Also mir wurde zum Beispiel zur Last gelegt, dass bei einem Beitrag, den ich geteilt habe, dass da ein Koran abgebildet gewesen sei, eine Fotomontage in der Toilette. Das war mir gar nicht bewusst gewesen. 2017 wurde Thomas Seitz in den Bundestag gewählt. Ein Jahr später erfolgte die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, weil er gegen seine Pflicht zur Neutralität, Unparteilichkeit und Verfassungstreue verstoßen habe. Das Vertrauen in eine korrekte Ausübung des Amtes als Staatsanwalt sei nicht mehr gegeben, so das Dienstgericht für Richter in Karlsruhe. Auch der Richter Jens Meyer.
2021 wurde er nicht mehr in den Bundestag gewählt und kehrte in den Justizdienst zurück. Das sächsische Justizministerium jedoch befürchtete aufgrund von Meyers öffentlichen Äußerungen, dass er als Richter nicht mehr verfassungstreu, unparteiisch und ohne Ansehen der Person urteilen könne. Am 1. Dezember letzten Jahres bestätigte das sächsische Dienstgericht in Leipzig die Versetzung Meyers in den einstweiligen Ruhestand. Das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege sei nicht mehr gegeben, würde er weiterhin als Richter urteilen. Was würde das für Björn Höcke, einen der prominentesten AfD-Politiker, bedeuten? Für den verbeamteten Lehrer für Sport und Geschichte galten das Mäßigungsgebot und die Treue zum Grundgesetz –